Es wird heute um die Herausforderungen in einer multilingualen und multiskriptoralen Digital History gehen, und zwar vor dem Hintergrund meiner Arbeit zu arabischen Periodika aus dem spätosmanischen östlichen Mittelmeerraum. Und der Vortrag ist grob irgendwie so 5 Unterkapitel geteilt. Einerseits eine Einführung, so ein bisschen den Gegenstand vorzustellen, was ist dieses östliche Mittelmeerraum, was sind arabische Periodika. Und dann 3 größere Teile zu, die ich genannt habe, Mind the Gap, zu den Herausforderungen einer Digital History der Gesellschaften des globalen Südens. Und abschließend ein kurzer Einblick in die Ergebnisse, wenn man dann versucht, diese Dinge auch anzuwenden, die ich genannt habe, Versuche über eine Digital History. Und damit in medias res. Der spätosmanische Mittelmeerraum, da sehen Sie hier eine Karte, ist gegliedert in mehrere geografische Bereiche. Einerseits Rumelien und Anatolien. Rumelien ist der europäische Teil des Osmanischen Reiches. Anatolien ist ihnen geografisch geläufig, die bereits seit dem 14. Jahrhundert osmanisch sind. Also wir reden da über 700, 800 Jahre osmanische Herrschaft. Und dann im Süden dieses Bereichs den Maschrek und Ägypten. Maschrek ist der arabische Begriff für die Levante, den fruchtbaren Halbmond. Also all das, was sich in den Staaten des heutigen Israel, Palästina, Jordanien, Irak, Syrien, Libanon erstreckt. Und dann Ägypten im südlichen Teil. Was allerdings, wie Sie auch auf dieser Karte sehen, die in etwa den Stand um 1899, 1900 abbildet, ab 1883 ein britisch beherrscht wird. Das 19. Jahrhundert, auch im osmanischen Kontext, ist ein langes Jahrhundert, wenn wir irgendwie sagen, zwischen der napoleonischen Expedition nach Ägypten und dem Ersten Weltkrieg. Es ist bestimmt von einem modernisierenden Reich, einem Reich in der Krise, aber auch einem Reich, das durchaus im Konzert der Mächte mitspielt, also nicht nur der kranke Mann am Bosporus ist. Wichtige Phasen sind diese erste Reformphase, Tanzimat genannt. Dann gibt es eine erste konstitutionelle Phase, in der der Macht des Sultans eingehegt wird. Im Kontext des russisch-osmanischen Krieges wird dann die Verfassung außer Kraft gesetzt und dann kommt die Herrschaft Abdulhamids II., der als Autokrat gilt, und dann einer Revolution 1908 am 24. Juli. Das ist ein symbolisches Datum, 4. Juli, 14. 24. Die Revolutionäre hatten das durchaus im Blick, dass sie sich in eine Reihe mit der amerikanischen und der französischen Revolution stellen wollen. Und dem schließt sich dann eine zweite konstitutionelle Phase an. Wir haben eine ganze Reihe von Sezessionsbewegungen, die vor allen Dingen im europäischen Teil, in Rumänien, relevant sind. Und wir haben den Einfluss, zunehmend Einfluss europäischer Kolonialmächte, die in den arabischsprachigen Gebieten relevant sind. Das führt dazu, dass dem Reich ein sehr, sehr großer Teil seiner nicht-muslimischen, slawischsprachigen Bevölkerung verloren geht, was den Effekt hat, dass wir zunehmend eine Islamisierung und Arabisierung des Reiches beobachten können, was auch für Legitimitätsdiskussionen etc. in diesem Reich eine Rolle spielt. Es ist vor allen Dingen, wie Sie schon gemerkt haben, ein Raum der Vielfalt, der vielfältigen Sprachen, Schriften, Religionen, Kalender, Konzeptionen von Tageszeitungen etc. Ich habe das hier aufgelistet. Wir haben also auf der einen Seite Verwaltungssprachen, das ist das osmanische Türkisch, aber dazu gehört auch Persisch und Arabisch. Wir haben Alltagssprachen, verschiedensten Turksprachen, Arabisch, Griechisch, slawische Sprachen auf dem Balkan, Armenisch, Ladino, das heißt Spanisch der sephardischen Juden. Wir haben liturgischen Sprachen der verschiedensten Religionen und wir haben Bildungssprachen in diesem modernisierenden Reich, die zunehmend bestimmt werden von Kolonialmächten, nämlich Frankreich, England und Russland, nicht zu vergessen. Schriften gliedern sich in 2 große Familien von einerseits rechts nach linksläufigen Schriften, wie das Arabische, Hebräische und Assyrische. Die arabische Schrift ist relevant, weil das Osmanisch in Arabisch geschrieben wird. Und links nach rechtsläufige Schriften wie Griechisch, Armenisch, Lateinisch, Kyrillisch, Koptisch. Sie sehen also, die Menschen, die in diesem Reich leben, sind mit einer Vielzahl von Sprachen und Schriften in ihrem Alltag konfrontiert und je nach Lebenssituation, Tag, Position im Jahreslauf werden verschiedene Sprachenschriften etc. für relevant. Gleiches gilt für Kalender. Ein riesiger Umstand, der für Datierungen ja doch hochgradig relevant ist und Historikerinnen immer wieder vor zentrale Probleme stellt. Da haben wir einerseits den islamischen Hijri-Kalender, das ist ein Mondkalender, ein lokaler Mondkalender, weil die Monate beginnen nach der Beobachtung des Neumondes und Jahreszählung beginnt mit der Flucht Mohammeds aus Mekka. Wir haben einen reformierten julianischen Kalender, der ein Sonnenkalender ist, mit der Christi Geburt beginnt und
ähnlich wie der gregorianische Kalender dann das Jahr am 1. Januar beginnt. Nur, es gibt verschiedene Berechnungen des Schaltjahres, sodass julianische, reformierter julianischer und gregorianischer Kalender auseinanderlaufen. Für das 19. Jahrhundert sind das 12 Tage Unterschied, im 20. sind es 13 Tage, im 21. 14 Tage. Und dann gibt es eine fantastische Erfindung, das ist der osmanische Fiskalkalender. Der ist relevant, weil das Reich festgestellt hat, naja, wir können den islamischen Kalender, der durchs Jahreslauf läuft, nicht für die Besteuerung benutzen. Die Ernte wird immer am gleichen Moment im Sonnenjahr eingefahren, da können wir keinen Mondkalender benutzen. Und da haben sie einen Fiskalkalender eingeführt, der sozusagen beides kombiniert, die Zählung nach Mohammeds Geburt, wie Hijri hat, aber ansonsten ein alter julianischer Kalender ist, in dem das Jahr am 1. März beginnt. Das Problem ist, die müssen synchronisiert werden und das Reich war in Mitte der 70er Jahre, 1870er, pleite und hatte Anleihen verkaufen wollen und hat diese Anleihen alle gedruckt und die Drucker waren sich nicht bewusst, dass die Kalender synchronisiert werden müssen und hatten das falsche Jahr drauf gedruckt. Das Reich war aber bereits pleite und hat nur beschlossen, okay, wir lassen jetzt die Synchronisierung und deswegen klaffen in diesen letzten 50 Jahren osmanischer Herrschaft die Kalender um 2 Jahre auseinander. Was relevant ist, weil die meisten Historikerinnen die Kalender falsch lesen und islamischen Kalender annehmen und damit bei der Datierung um 2 Jahre falsch liegen. Die anderen Kalender erspare ich Ihnen. Wichtig ist noch, dass auch der Tagesablauf verschiedenen Regeln folgt. Wir haben einerseits Zählungen à la Turka, die den Tag beginnen mit dem Sonnenuntergang und dann Tag und Nacht in 12 Stunden teilen, sodass die Länge der Stunden sich im Sonnenjahr ändert. Und auf der anderen Seite eine à la Franca, also westliche gregorianische Zählmethode, die den Tagesbeginn in Mitternacht setzt und 24 gleich lange Stunden konstruiert. Sie sehen, Datierung und Lokalisierung von Ereignissen anhand von Quellen ist eine Herausforderung in diesem Kontext. Die arabische Presse, die arabischsprachige Presse in diesem Raum, ist ein zentraler Agent des Wandels in der Moderne. Es ist das erste Massenmedium, es ist das zentrale Medium für die arabische Renaissance-Bewegung, von der Sie vielleicht schon gehört haben, aber auch ein zentrales Medium für die Verhandlung von, was heißt eigentlich Moderne, was ist Öffentlichkeit, von Nationalidentitäten, des Islamismus, was wir häufig als Salafia kennen, also Salafisten entstehen in dieser Zeit und all das wird in der Presse verhandelt. Und hier unten in diesem Plot sehen Sie, wie sich das im Laufe der Zeit, die Neugründung von Titeln, entwickeln. Und in der Forschung ist das Problem, dass die Presse vor allen Dingen als Quelle und nicht als Gegenstand benutzt wird. Und über die einzelnen Periodika sehr, sehr wenig bekannt ist und damit die Forschung sehr, sehr verengt wird auf 2 wichtige Publikationsorte, nämlich Kairo und Beirut, wo die Presse auch ihren Ausgang hat, und auch auf sehr, sehr wenige Titel, nämlich die Titel, die zuhanden sind, ne? Die Titel, die Sie in Ihrer Bibliothek finden. Wir werden dazu kommen. Und ein ganz zentrales Thema ist, dass es eine ganze Reihe von impliziten Hypothesen gibt, wie so ein Periodikum funktioniert, die allerdings gar nicht empirisch in irgendeiner Art und Weise überprüft worden sind, beziehungsweise überprüfbar waren. Eine Digital History verspricht jetzt die Möglichkeit der Überprüfung, aber hat eine Reihe von Problemen, die ich im Laufe des Vortrags erläutern werde. Hier sehen Sie ein Beispiel einer arabischen Zeitung. Wie schon genannt, die Jungtürkische Revolution hat sich durchaus auch von der französischen inspirieren lassen. Das ist eine Tageszeitung aus Jerusalem, die heißt auch Al-Quds, also Jerusalem. Und grün unterlegt sehen Sie da den Slogan der Revolution, nämlich Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Und Sie sehen gleichzeitig, dass es mehrsprachig ist, dass Sie einerseits auch ein bisschen Titelei in Französisch haben, auf der linken Seite mit Blau unterlegt und die Vielzahl der Kalender, die in der Datumszeile angegeben werden, hier rot unterlegt. Und für komputationelle Periodika-Studien, das ist das, was mich eigentlich interessiert, sehen Sie dann hier Beispiele. Das ist zum einen eine Netzwerkanalyse der Autorinnen und Autoren, also zu gucken, welche Personen und Texte spielen eine Rolle in diesem großen intellektuellen Raum, der sich da über das östliche Mittelmeer erstreckt. Wie bewegen sich Diskurse von einer Zeitschrift in die andere? Sie erinnern sich an den Vortrag von Jana Keck. Da haben Sie diese Bewegungen ja bereits schon gehört. Auch das interessiert mich. Und da sehen Sie zum einen links dieses Netzwerk aus mehreren Periodika und zum anderen rechts eine Karte, die das dann auf einen geografischen Raum gemappt hat. Gleiches sehen Sie hier mit der Frage, welche Periodika werden eigentlich in dem Periodika rezipiert? Welche Texte werden
gelesen, besprochen, weitergereicht etc. Auch das interessiert sich mich im Rahmen einer Netzwerkanalyse und auch einer geografischen Analyse. Also wie weit ist dieser Outreach, dieser Blick der Zeitgenossen in Damaskus, Homs, Hama, Bagdad, Kairo in dieser Zeit und wie ändert sich das auch? Da ist natürlich ein Problem, es gibt eine notwendige Datenbasis und zwar, dass für die verschiedenen Untersuchungen verschiedene Datenbasen, die uns da interessieren. Und zwar zum einen brauchen wir einen modellierten Volltext mit der Auszeichnung von Named Entities. Also zum Beispiel so ein Volltext, der da heißt, ne, in ihrer letzten Ausgabe berichtet Zeitung XY aus Ort ABC das. Und dann können Sie das halbautomatisch extrahieren oder vielleicht auch vollautomatisch extrahieren, wenn Sie eine funktionierende Named Entity Recognition haben. Das Problem ist, dass es für das Arabische praktisch kein funktionales OCR und keine funktionale Layout-Analyse dieser Periodika gibt und dass auch Named Entity Recognition nicht auf dem Stand der Dinge ist, wie es für lateinschriftliche Sprachen der Fall ist. Sie haben also diesen Text nicht. Für die Frage der Autorinnennetzwerke brauchen Sie strukturierte bibliografische Metadaten auf der Artikelebene. Ein Periodikum ist Zusammenfassung ganz vieler verschiedener Texte, die müssen Sie segmentieren, wenn Sie da sinnhaft etwas drüber sagen wollen. Sie brauchen eine Autorenzeile. Und da brauchen Sie einerseits diese Autorenzeile im materiellen Artefakt und auf der anderen Seite, wie gesagt, diesen modellierte Surrogat. Und schließlich, um das Ganze dann disambiguieren zu können, weil was hilft es Ihnen, dass Sie wissen, es gibt einen Mensch, der heißt Statisna, müssen Sie rauskriegen, wer das ist. Da brauchen Sie Normdatensätze, die Ihnen dann verraten, dass Statisna in dem Fall ein Pseudonym und ein Anagramm für einen Mönch aus Bagdad ist, ein Karmeliter, der in Frankreich studiert hat und halt unter den verschiedensten Pseudonymen schreibt. Und im Fall von Ashahba, das ist Arabisch, heißt die Graue, erfahren Sie dann, dass es ein Beiname von Aleppo ist, dass es Koordinaten gibt, etc. Das Problem ist, diese Dinge werden Sie in den vorhandenen digitalen Normdatensätzen nicht finden. Denn die haben einen Bias auf den globalen Norden. Und damit bin ich bei meinem ersten Gap, nämlich Digitalität zwischen Heißversprechen und Realität. Auf der einen Seite haben wir ja dieses egalitäre Heißversprechen, dass jede und jeder ohne Unterschied von Rasse, Religion, Sprache etc., Herkunft, sozialer Schicht teilhaben kann und ungeschränkt eingeschränkten Zugang zum Wissen der Welt hat. Und die Memex von Vannevar Bush ist da ja ein berühmtes Beispiel für. Dem so ein paar normative Überlegungen zugrunde liegen, die da heißen, dass Wissen mit Daten gleichgesetzt werden kann, dass Zugang zu Daten auch Verständnis erzeugt. Dass mehr Wissen folglicherweise auch mehr Verständnis erzeugt, was ganz stark in eine technokratische Richtung deutet. Das Problem ist natürlich, dass wir alle die ernüchternde Realität kennen, dass wir alle, wenn auch unterschiedlich, aber doch universale Ausschlusserfahrungen haben. Mein Beispiel hier ist der Versuch, sich für eine Corona-Impfung anzumelden in NRW vor einem Jahr. Das ist für jemanden, der sich für relativ fit hält in digitalen Werkzeugen, nicht einfach gewesen. Und meiner Meinung nach ist der Elephant in the Room hier, dass Digitalität häufig als voraussetzungslos verstanden wird und dass diese Voraussetzungslosigkeit gewollt ist. Es wird verschleiert, was für ein Mechanismus, welche Apparate dahinter stehen. Berühmtes Beispiel ist Apples Präferenz für Xyomorphismen. Dass Dinge so aussehen, als ob sie irgendwie so ein ledergebundenes Adressbuch wären, etc., als in den frühen iPhone-Modellen. Es sind also Metaphernmaschinen, mit denen Stasis und Vertrautheit mit Hilfe von Metaphern, semantischen Modellen suggeriert wird, die diese hochgradig ephemere Digitalität in was scheinbar Stabiles, Vertrautes verwandeln sollen. Das große Problem ist, dass diese Metaphern, Semantiken, Codes natürlich kulturell gebunden sind, eine historische Kontingenz haben, einen bestimmten Herkunftskontext haben. Und wenn sie dem nicht angehören, erschließen sie sich ihnen nicht. Dann müssen sie Übersetzungsleistungen erbringen. Und damit gibt es Zugangsvoraussetzungen, die explizit gemacht werden, nämlich auf der einen Seite technisch, sie müssen Zugang zu Hardware haben, zu Strom, zu Internetverbindungen, zu der notwendigen Software und sie müssen vertraut sein, wie gesagt, mit den Sprachen und Schriften, sowohl als auch mit den Metaphern und semantischen Modellen dahinter. Und als Beispiel habe ich hier angebracht ein arabisches Zitat, was Sie in verschiedenen Gegenden finden, nämlich zu sagen, du bist so schön wie eine weitere Stunde Strom, die darauf hindeutet, dass
Strom als basale Zugangsvoraussetzung für Digitalität für weite Teile des globalen Südens nicht als gegeben angenommen werden kann und damit die Teilhabe notwendigerweise nicht stattfindet. Und hier sehen Sie auch, das sind aus drei verschiedenen geografischen Regionen, jeweils das gleiche Zitat, das hat sich verbreitet. Und der Kontext, in dem ich lange gelebt und gearbeitet habe, in Beirut, vor den Protesten 2019 und der Explosion und dann in dem folgenden Zusammenbruch der ganzen Wirtschaft, hatten wir bereits regulär 3 Stunden Stromausfall. Und Internetverbindungen, die so schmal sind, dass Sie da wirklich überlegen, ob Sie einen Haufen Bilder in irgendeiner Art und Weise angucken oder wohin schicken können. Und da haben wir einen fundamentalen Gap zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, nämlich einerseits ein Hegemon, der sämtliche Dinge, der sozusagen als Autor der technischen und kulturellen Standards der Digitalität, und auf der anderen Seite im globalen Süden, der nicht homogen ist, aber in seiner Ausschlusserfahrung und in seiner Erfahrung des Sich-Abarbeitens eine geteilte Erfahrung hat, nämlich sich an diesem Hegemon abarbeiten zu müssen, Übersetzungsleistungen bringen zu müssen, etc. Und Digital Humanities sind natürlich Teil dieses Gaps, der eigentlich kein Gap ist, es ist keine Lücke, es ist kein Spalten, es ist ein extrem breiter Canyon und häufig sehen Sie von der einen Seite nicht das andere Ufer. Und hier, das ist die Karte von CenterNet, von Centers for Digital Humanities weltweit, und wie Sie sehen, sehen Sie in weiten Teilen der Welt nichts. Und das hat einen enormen Effekt natürlich auf unsere Methoden, Werkzeuge, Ressourcen etc. Und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt, nämlich den des Linguistic Imperialisms, was ein Term ist, den Robert Phillipson schon in den 90er Jahren geprägt hat. Und ich lese das Zitat kurz vor, nämlich, quote unquote, Linguistic Imperialism is shorthand for a multitude of activities, ideologies and structural relationships. Linguistic imperialism takes place within an overarching structure of asymmetrical north-south relations, where language interlocks with other dimensions, be they war von mir, cultural, particularly in education, science and media, economic and political. Und das gilt für Digitalität im Großen und Ganzen. Das gilt aber natürlich auch für Digital History, für Digital Humanities im Kleinen. Es gibt diversen Bewegungen in den letzten Jahren für eine decolonial global Digital Humanities. Was ich sehr, sehr schön fand, war der Text von Domenico Fiamonte, called Taxation Against Overrepresentation, der eigentlich in Italienisch erschienen ist. Nun kann ich kein Italienisch, deswegen zitiere ich Ihnen das Englische. Der sagt, the basis for the codes, languages, methodologies and technical instruments of the digital humanities is English. The written and spoken language of all the main conferences, the most prestigious journals, the institutions that control the discipline, the organizations and international consortia, and the central authorities of knowledge is, with few exceptions, some dialect of British or American English. Und das ist der Hauptgrund, warum ich Ihnen das heute, diesen Vortrag, auf Deutsch halte. Weil es notwendig ist, dass die anderen Sprachen zu ihrem Recht kommen. Und damit sind wir bei dem Punkt, dass Englischkenntnisse unabdingbar sind, auch wenn Sie sich mit, zum Beispiel in meinem Fall, arabischen Periodika beschäftigen. Einerseits Englisch notwendigerweise die Lingua Franca und Basis der gesamten Wissensinfrastruktur und auch der unten unterliegenden technischen Infrastruktur. Als Beispiel habe ich hier Ihnen CSS angegeben, was Sie einfach verstehen können, wenn Sie Englisch sprechen und lesen können. Alle anderen müssen das lernen. Anderes Beispiel ist R, wo Sie sehen, natürlich kann ich da immerhin arabische Inhalte benutzen, also ich kann Variablen arabisch benennen, aber natürlich die Sprache selbst ist Englisch gemodelt. Und Englisch ist auch der Hegemon der Interfaces, der Web-Interfaces. Das gilt auch für digitalisierte Kulturgüter des globalen Nordens. Als Beispiel habe ich hier Ihnen eigentlich ein sehr, sehr gutes Projekt angebracht. Translatio aus Bonn, die digitalisieren arabische, osmanische und persische Periodika und bieten das aber in einem Interface an, was mehrsprachig ist. Sie können nämlich zwischen Deutsch, Französisch und Englisch hin und her schalten. Das ist das, was ich auf Gelb unterlegt habe. Dann wird dort bibliografische Metadaten erfasst, die einerseits aber grün unterlegt, einfach auf Deutsch hinterlegt sind und so lila hinterlegt, arabisch, aber in einer lateinischen Umschrift. Das können Sie, wenn Sie eine Syrerin sind, die gerade online ist, und eigentlich alle Irfan, das ist die Zeitschrift Irfan aus Saida im Libanon, im heutigen Libanon, lesen will, haben Sie keine Chance, das zu finden. Wenn Sie nicht mit der deutschen Umschrift des Arabischen vertraut sind und diese Interfaces lesen können. Und damit kommen wir zum Punkt Arabisch und die Unterstützung von Arabisch.
Arabisch ist nämlich zum einen eine Schrift oder eine Sprache. Ich hatte das vorhin kurz erwähnt. Im Fall des Osmanischen Reiches ist auf der einen Seite weltweit die zweithäufigste Schrift, wird für aktuell 14 Sprachen verwendet, darunter Arabisch, Persisch, Urdu, Paschtu. Und ist auf der anderen Seite Arabisch selbst als Sprache die fünfthäufigste Sprache global, gemessen an der Zahl der Sprecherinnen. Eine von 6 Amtssprachen der UN, die Amtssprache in mindestens 26 Ländern und hat über 420 Millionen aktive Sprechende. Dazu kommt, dass sie die liturgische Sprache von gut 1,6 Milliarden Muslimen ist. Und als Beispiel habe ich Ihnen hier unten das Abbild eines Textes Amerika und die arabischen Gelehrten aus einer in Kairo gedruckten Zeitschrift beigebracht, die allerdings wiederum von einem Autor in Nordamerika geschrieben worden ist. Und die arabische Schrift wird von rechts nach links geschrieben. Wir sagen häufig Buchstaben, aber Buchstaben ist eigentlich eine Metapher, die aus dem Buchdruck kommt. Es wäre besser, würden von Graphemen sprechen. Die werden mehrheitlich in Schreibrichtung verbunden und dabei verändern sie ihre Form. Es gibt also mehrere Allographen, die je nach der Position im Wort eine verschiedene Form haben. Und die Grapheme bestehen auf der einen Seite aus so einer Basisform, Arabisch heißt der Rassen, und diakritischen Zeichen, die Unterscheidung der verschiedenen Konsonanten möglich machen. Kurze Vokale werden nicht mitgeschrieben, sind aber bedeutungsleitend. Die können die hinzufügen, werden aber mehrheitlich nicht gemacht. Wichtig ist, dass der Gebrauch von diesen Grundformen und den Punkten, den diakritischen Zeichen rundherum, historisch kontingent ist. Ne? Der entwickelt sich einerseits über die Zeit und es bilden sich geografische und soziale Präferenzen für diese Formen heraus. Die sind nicht einheitlich über den gesamten arabischsprachigen Raum. Auch wenn alle arabisch Lesenden das natürlich trotzdem lesen können. Sie haben ihre eigenen Schreibpräferenzen. Und ein Beispiel für diese Entfernung der Punkte diakritischen Zeichen sehen Sie auch hier auf dieser Folie. In der Digitalität wird Arabisch zum großen Teil nicht unterstützt. Das ist auch weiterhin der Fall. Einerseits wird die Zeichenkodierung nicht unterstützt. Wir haben keine basal erstmal gar nicht die Zeichen vorhanden. Und das hat historische Gründe, die liegen in der Mechanisierung des Buchdruckes, der notwendigen Vereinfachung von Alphabeten, Linotype, also dieser Hot Metal Printing, die dann riesige Magazine braucht, wenn sie mehr als 26 lateinische Buchstaben haben, etc., führen zu Vereinfachungen, beziehungsweise dazu, dass lateinisierte Umschriften präferiert werden. Das hat den einen Nachteil, dass die sprachspezifisch sind, sowohl von der Herkunftssprache derer, die transliterieren, also das Deutsche transliteriert anders als das Französische, und die Sprache dessen, was dort in Arabisch geschrieben wird, wird auf einmal festgelegt, weil natürlich lateinsprachige Schriften Vokale kennen und benötigen. Und als Beispiel habe ich Ihnen angeführt, 2 sehr, sehr ähnliche Zeitschriftentitel, einer ist Arabisch, einer Osmanisch. Was sich aber vor allen Dingen an der Umschrift erkennen lässt. Wenn jetzt eine Katalogisiererin sich dessen nicht bewusst ist, wird sie das Osmanische als Arabisch transkribieren und sie werden das nie im Leben finden, wenn sie eine osmanische Zeitschrift suchen. Das nächste Problem ist, dass diese verschiedenen Formen und die Verbindung dieser verschiedenen Buchstabenformen der Rendering Engine überlassen werden. Und das machen jede Software anders und Sie haben ja einige Daten angegeben. Das ist teilweise bis heute nicht der Fall, dass das funktioniert. Und dazu kommt, dass Unicode zwar eine wundervolle Erfindung ist, aber natürlich keine Lösung für dieses Problem, weil zum einen ist Unicode ja so eine ungute Kombination aus einem Industriekonsortium und einem Standard. Ne? Und dem Industriekonsortium gehören die großen Player aus einem sehr, sehr kleinen Ort in Kalifornien an. Unicode ist auch in Cupertino inkorporiert. Und ein Staat, Oman, interessanterweise. Und die ursprüngliche Idee ist gut, nämlich die Bedeutung von der Form zu trennen. Das Problem ist, es ist nicht konsequent gemacht worden in der Umsetzung des Standards. Und die Codierung folgen häufig Sprachen und nicht Schriften. Das führt dazu, dass als Beispiel, das ist nicht der Fall, aber um das zu illustrieren, dass zum Beispiel ein deutsches Ü einen anderen Codepoint hat als ein türkisches Ü. Und für die arabische Schrift ist das ganz massiv, dieses Problem.
was dadurch verstärkt wird, dass das Operating, dass die Betriebssysteme, Software-Layer etc. diese Varianz nicht normalisieren. Dass es einen Unterschied macht, ob sie den gleichen Buchstaben, der für alle Arabisch Sprechenden der eindeutig das gleiche Zeichen ist, in Ägypten, Indien oder Syrien eingegeben wurde in einen Computer. Und ihre Volltextsuche normalisiert das nicht automatisch. Das heißt, sie werden nie wissen, dass sie Dinge nicht gefunden haben. Das ist ein Riesenproblem. Als Beispiel habe ich Ihnen das aufgeführt hier. Es gibt diese 32 Arten, mechanisch zu schreiben. Und ich habe einfach nach den Sprachvarianten von Mecca in Wikidata gesucht und dann meine Browsersuche nach den arabischen Buchstaben oben drüber gelegt. Und wie Sie sehen, obwohl das alles eindeutig die gleichen Zeichen sind, ja, mein Browser sieht das anders und Ihre auch. Das heißt, ich werde da nur 3 Hits kriegen, obwohl da 6 auf diesem Ausschnitt zu sehen sind. Das hat natürlich riesige Konsequenzen, wenn Sie irgendwas im Sinne von Distant Reading zählen wollen. Eine Sache, die Sie häufig schon gesehen haben, vor allem auch in der U-Bahn in Berlin, ist, dass basale Standards in der Darstellung des Arabischen in der Software nicht unterstützt werden. Das, im Grafik- und Layout-Programm ist es gang und gäbe. Das Beispiel ist hier aus Amerika, wo in Washington County das der Gesundheitsamt versucht hat, auf Arabisch auch vor Corona zu warnen. Leider Gottes das Arabisch komplett verhackt hat und dann erst aufgrund der Meldungen von Twitter-Nutzerinnen das korrigiert hat. Links ist die falsche Variante, rechts ist die korrekte Variante. Und Sie sehen, links sind einfach die Buchstaben nicht verbunden worden und anstatt von rechts nach links, von links nach rechts geschrieben worden. Ein Klassiker. Es geht aber weiter. Ja? Browser unterstützen das nicht. Arabisch, zweitwichtigste Schrift dieser Welt, fünftwichtigste Sprache dieser Welt. Es gibt HTML5 hat ein Language Attribute. Und wenn Sie das ordentlich machen und da Arabisch reinschreiben, hat es keinen Effekt. Weil das Standard CSS der Browser-Vendors es einfach nicht hinterlegt hat. Das sagt nicht, dass das rechtsbündig sein muss. Und ich habe Ihnen das hier als Bild angefügt. Das ist von meinem Computer aktuelles macOS. In Chrome wird es linksbündig angezeigt und Firefox auch, in Safari auch. Ich wollte nur nicht noch ein Bild hinterherwerfen. Es wird ein bisschen besser, wenn Sie eine Software haben, die Arabisch korrekt darstellt. Hier in dem Fall ist es Oxygen. Da mixen Sie aber, das ist ein TI-File, also eine XML-Datei, die nach den Regeln der Text Encoding Initiative ausgezeichnet ist. Und es ist der gleiche Inhalt. Entschuldigung, es ist ein anderer Inhalt, aber auch von einem arabischen Periodikum, der die lateinschriftlichen XML-Tags mit den arabischen Inhalten mischt. Und da sehen Sie das Problem von Bidirektionalität, dass das zur Bearbeitung praktisch nicht mehr machbar ist, weil die Sortierung der Fragmente folgt der lateinischen Links- nach Rechts-Sortierung, während die Fragmente selbst natürlich von rechts nach links gelesen werden. Und das ist jetzt ja eine sehr, sehr rudimentäre Auszeichnung. Wenn Sie das auf der Character-Level machen oder auf dem Word-Level, dann können Sie das nicht mehr bearbeiten, weil Sie allein Ihren Cursor nicht mehr visuell platzieren können. Für den Computer spielt das keine Rolle, weil das ein String ist, der hat nur eine Direktionalität. Aber sobald Sie das in einer zweidimensionalen Oberfläche darstellen müssen, damit wir das lesen können, ist das nicht mehr handhabbar. Und damit komme ich zu der Digitalisierung des Kulturerbes und dem Gap in der Digitalisierung des Kulturerbes. Denn da handelt es sich meiner Meinung nach um eine neokoloniale Unsichtbarkeit des globalen Südens, der wir begegnen, da auf der einen Seite, auf der Erfassungsseite Digitalisierung ein teures Geschäft ist. Sie müssen Unmengen von Seiten fotografieren, Sie müssen die vorher katalogisieren, Sie müssen nur vielleicht das Material aufbereiten, Sie müssen es lokalisieren, Sie müssen es transportieren, etc. Dann brauchen Sie Leute, die das überwachen können, die Bilder nachbearbeiten. Viel Arbeitszeit, sehr, sehr viel Geld. Geld und finanzielle Möglichkeiten, die sich natürlich primär im globalen Norden befinden. Und es ist Gegenstand kuratorischer Entscheidungen. Das heißt, Sammlungsgeschichten, Katalogisierungsgeschichten etc. haben Auswirkungen auf Digitalisierung, ohne dass wir überhaupt darüber reden, welche politischen Entscheidungen dann für Digitalisierung oder gegen Digitalisierung sprechen. Aber natürlich kann nur digitalisiert werden, was vorher katalogisiert wurde und vorher zuhanden war. Und die Workflows, Modelle etc. für diese Digitalisierung, die am Ende häufig an den
privaten Wände outgesourced wird, sind natürlich nicht an das Material angepasst, sondern es sind Workflows, die für die Sprachen des globalen Nordens, für lateinschriftliche Quellen angelegt worden sind, wo vielleicht eine findige Entwicklerin ein Datumsfeld eingefügt hat und gesagt hat, es ist super gut, wenn ich kontrolliere, dass es ein korrektes gregorianisches Datum ist. Sie können keinen 30. Februar eingeben, ja? Auch nicht, wenn das ein ISO-Date ist. Das Problem ist natürlich für einen hacky Librarian, der sagt, ja, ich habe aber nur dieses Katalogfeld Datum und ich möchte da ein islamisches Datum reinbringen mit einer islamischen Jahreszahl, dann meckert der Algorithmus dahinter, weil der sagt, nee, der zweite Monat kann keine 30 Tage haben. Geht nicht, ne? Diese Probleme. Beziehungsweise Vornamen, Nachnamen für Autoren, für historische und geografische Kontexte, in denen das einfach keine Rolle spielt. Sie kennen das, wenn Sie vormoderne natürlich Geschichte machen. Und auf der Bereitstellungsseite haben wir vor allen Dingen Plattformen zur Maximierung des privaten Profits und Gewinns. Es gibt proprietäre Interfaces, Datensilos ohne APIs, also ohne Application Programming Interfaces, ohne die Möglichkeit, dass Sie dort maschinenlesbare Daten abgreifen. Sie müssen immer über die Web-Oberfläche gehen, die häufig ein Login erfordert, der Sie also identifiziert, im Notfall trackt, was Sie lesen, um Entscheidungen treffen zu können, was sich wirtschaftlich mehr lohnt, zu digitalisieren unter anderem. Aber Sie haben auch Bezahlschranken und Geofencing. Also Geofencing heißt, dass Ihre IP mit einem geografischen Raum assoziiert wird und gesagt wird, aufgrund von Copyright-Regimes dürfen Sie aus dem und dem geografischen Raum nicht auf Dinge zugreifen. Bei der Katalogisierung ist zu bedenken, dass die meisten digitalen Kataloge natürlich digitalisierte Kataloge sind. Häufig ist nicht der materielle Artefakt nochmal angeguckt worden, sondern nur der Katalogeintrag digitalisiert worden. Das heißt, die Katalogisierungsregeln entsprechen mitunter denen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, als die Sachen mal ursprünglich in einem Katalog erfasst worden sind. Das heißt, sie haben lateinische Umschriften, und zwar im Plural, in der gleichen Bibliothek, weil die sich historisch gewandelt haben, weil Regeln sich geändert haben. Und diese Kataloge bilden das natürlich alles ab und der digitale Katalog auch. Dazu kommt, dass häufig nicht zwischen Sprache und Schrift unterschieden wird, sei es, dass das Werkzeug das nicht kann, sei es, dass es der Katalogisierenden nicht bewusst ist. Ja. Dazu kommt, dass die Kataloge häufig lokal sind. Und wenn sie aggregiert werden, die Aggregierung im Regelfall nur auf dem nationalen Level stattfindet, nicht auf dem globalen. Was aber für uns relevant wäre, weil unsere Quellen natürlich in einem Raum liegen, wo wir die diversen Regimewechsel gehabt haben, wo wir nicht davon ausgehen können, dass es eine stabile staatliche Ordnungsgewalt gab und wir auf Sammlungen im globalen Norden angewiesen sind, häufig in ihrer Zugänglichkeit. Wir haben in Syrien 10 Jahre Bürgerkrieg, da können Sie nicht in eine Bibliothek gehen. Lokale, nationale Aggregierung ist da schwierig. Und wie bereits gesagt, auch Kataloge haben häufig keine APIs, beziehungsweise keine kostenfrei nutzbaren APIs. WorldCat, I'm looking at you, particularly. Und der Effekt ist, kann ich Ihnen hier demonstrieren, die ansonsten wirklich sehr, sehr großartige Plattform des deutschen Zeitschriftenportals, der Zeitschriftendatenbank, die wirklich ist fantastisch. Wir haben die Webseite neu gemacht, da sind viele Linked Open Data Services integriert, Sie kriegen Karten, Zeitstrahlen, Netzwerkgrafen, alles fantastisch. Aber das Problem ist, die drunterliegenden Katalogdaten, die sind nämlich nicht in arabischer Schrift, Sie können diese arabische Zeitung nicht mit Ihrem Originaltitel finden. Wenn Sie eine Wissenschaftlerin, again, aus dem Libanon sind, Sie suchen diese Zeitung, Sie wissen, es gibt in Deutschland vielleicht Bestände, es gibt eine zentrale Datenbank, die Sie zugreifen können, ja, die können Sie nicht auf Arabisch durchsuchen. Die können Sie auch nicht in der vollen Umschrift durchsuchen. Schon gar nicht in der international gebräuchlicheren des International Journal for Middle East Studies, sondern Sie müssen die der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft benutzen. Es gibt aber auch keinen Hit, das ist das mittlere Bild, ein Gender. Nee, Sie müssen den Artikel vor dem Titel weglassen. Ich habe keine Ahnung, warum das der Fall ist. Ich weiß nicht, warum der algorithmisch nicht rausgestrippt wird, weil das ist immer AL-Bindestrich. Das ist algorithmisch überhaupt kein Ding, den rauszurechnen. Weil nämlich eine Normalisierung stattfindet. Nur eine nicht dokumentierte und eine, die für mich komplett arbiträr funktioniert. Also Sie sehen da, dass zum einen das diakritische Zeichen für einen wichtigen Buchstaben arabischen wird rausgerechnet. Ob Sie das drin haben oder nicht, ob Sie das ersetzen oder nicht, ist Wurst. Es wird vor der Suche über den Datenbestand rausgenommen. Andere sehr ähnlich aussehende Zeichen nicht. Hat jetzt die Bibliothekarin bei ihrer Katalogisierung einen Fehler gemacht oder hatte ihre Tastatur dieses Zeichen nicht, was ja häufig vorkommt? Again,
sie finden die Sachen nicht. Sie müssen also eigentlich einen Umweg über das Arabische machen. Beziehungsweise kein Umweg, es wäre einfach besser, wenn das Arabische suchbar wäre. Und da ist nämlich dann die Frage, was können wir überhaupt sehen? Und ich habe hier eine Karte der Bestände in der Zeitung und Zeitschrift aus Kairo und Damaskus, Al-Muqtabas. Und die gute Frage ist aber, was diese Karte überhaupt abbilden und abbilden kann. Nämlich inwiefern sie Sammlungs-, Katalogisierungs- oder Digitalisierungsbiases abbildet. Und das wissen wir nicht. Ich habe keinerlei vernünftige Antwort auf diese Frage. Es kann alles sein. Und ein Projekt, um das so ein bisschen besser zu machen, ist ein Projekt, was wir seit 2012 betreiben, wo wir versuchen, sämtliche arabische Periodika, die vor 1930 erschienen sind, bibliografisch zu erfassen. Und zwar an der Website, also auch einem Datensatz, der ist nach TI modelliert und umfasst momentan gut 3.500 Periodika, sowie Normdatensätze zu den Herausgebern, Erscheinungsorten, Holding Institutions etc. Es ist unfunded. Wir hatten am Anfang Seed Funding von, ich glaube, 1.000 Euro. Und ansonsten ist das ein kollaborativer Effort sehr, sehr vieler Menschen, vor allem von Adam Mestian, der inzwischen in Duke ist. Und in letzter Zeit habe ich dann Bibliothekkataloge, wie zum Beispiel die ZDB und HathiTrust integriert, indem ich versucht habe, algorithmisch die ganzen Umschriften in das Arabische wieder zurückzuverwandeln, was nicht so einfach ist, und dann die Einträge zu rekonzilieren, sodass sie dann über unsere Datenbank auf Arabisch suchbar sind. Und rechts sehen Sie eine Karte dessen, was dort erfasst ist. Und was Sie da sehen an diesem Tortendiagramm ist, dass der überwiegende Mehrzahl aller arabischen Periodika verschollen sind oder für die Wissenschaft als verschollen zu gelten haben. Wir wissen nicht, wo sie sich befinden. Und folglich ist auch nur ein winzig kleiner Bruchteil von den dann bekannten Periodika überhaupt digitalisiert. Und um das mal so ein bisschen zu illustrieren, wie diese Wissenslücke sich in die Digitalisierungslücke umschlägt, habe ich hier kurz diesen Vergleich gemacht von auf der einen Seite arabischen Periodika vor 1930. Ja, wir hatten gesagt, diese gut 420 Millionen Sprechende, gut 3.300 Zeitungen und Zeitschriften. Davon ist knapp ein Viertel in Sammlungen überhaupt lokalisiert. Das heißt nicht, dass die Bestände in diesen Sammlungen komplett sind, sondern nur, dass der Titel überhaupt, das kann eine Ausgabe sein, in dieser Sammlung nachgewiesen ist. Und von diesem Viertel, ist ein weiteres Fünftel, also insgesamt ein Zwanzigstel, überhaupt digitalisiert. Auch wieder nicht notwendigerweise komplett. Dazu kommt, dass die Digitalisate hinter Bezahlschranken und Geofencing liegen. Zum Vergleich dazu gibt es ein tolles Portal, der Erste Weltkrieg im Spiegel hessischer Regionalzeitungen. Finanziert aus der öffentlichen Hand. Hessen hat roundabout 6 Millionen Einwohnerinnen. Da sind 125 Zeitungen im Volltext digitalisiert. Standard compliant. IIIF als Infrastruktur, die Bilder surft. Wir haben einen Volltext, der modelliert ist, der oben drüber gelegt wird. Und es ist offen und frei für alle zugänglich in einem mehrsprachigen Interface. Das ist der Kontrast, der sehr beschäftigt. Das sind knapp weniger als die gesamte arabische Periodikalandschaft. Und wie das dann aussieht, so ein arabisches digitalisiertes Periodikum, sehen Sie hier, das ist ein Beispiel aus HathiTrust. Da sehen Sie, Sie sehen nichts auf der linken Seite. Denn um das sehen zu können, müssen Sie eine US-IP haben. Das liegt daran, dass Copyright-Regime sich in ihrer Geltung immer mehr ausbreiten und die Angst vor in dem Fall absurden Möglichkeiten der legalen Verfolgung geschürt ist und deswegen das einfach beschränkt wird. Dazu kommt, dass es eine sehr, sehr ungute Kombination aus Katalogisierungsregeln und algorithmischen Copyright-Bestimmungen gibt. Weil Periodika haben ja das Problem, dass sie häufig ein sehr, sehr genauen Anfangsdatum haben. Die starten mit viel Primorium, große Fanfare und dann fisseln die so aus. Die Herausgeberinnen sind sich nicht mehr einig, es gibt wirtschaftliche Schwierigkeiten, es wird nie eine finale Nummer gedruckt. Und als gute Katalogisiererin in der Bibliothek sagen sie, wir kennen das Enddatum nicht. Und sagen sie, irgendwann im 20. Jahrhundert, da schreiben sie 19 UU rein. Alles schick gemacht. Der Copyright-Bestimmungsalgorithmus sagt aber, oh, 19 UU, das kann 1999 heißen, ne? Better be on the safe side. Und deswegen haben wir Zeitschriften, von denen wir wissen, dass alle Bestände
1914 aufhören. Jetzt bei Al-Muqtabas in dem konkreten Fall wissen wir auch, dass die letzte Nummer 1918 erschienen ist. Dass der Algorithmus annimmt, nee, es ist Copyright. Weil es könnte 1999, bis dahin könnte die letzte Nummer irgendwie erschienen sein. Hat extreme Auswirkungen auf die Zugänglichkeit von Kulturgut. Sorry, Entschuldigung, jetzt bin ich meiner Seite hier gesprungen. Das Problem ist, wie Sie gesehen haben, dass das ein Bildlayer ist, ja, bei HathiTrust. Und um das zu digitalisieren, Richtung Text, um das überhaupt durchsuchbar zu machen, müssen Sie diese erkennen mit einer OCR, Optical Character Recognition System. Und hier sehen Sie den klassischen Ansatz, der basiert auf einer Segmentierung in Buchstaben. Das funktioniert ja mit Latein auch sehr, sehr gut. Wir wissen, deutsche Handschriften, Fraktur etc. hat ein ähnliches Problem wie das Arabische. Und hier sehen Sie, dass die Erkennungsraten mit diesem kommerziellen und klassischen Ansatz abgrundtief schlecht sind. Im allerbesten Fall für eine spezifische Schrifttype reden wir von 75% auf dem Character-Level. Teilweise aber unter 20. Also einer von fünf Buchstaben wird richtig erkannt. Und das Resultat ist dann das, was Sie hier sehen. Das sind die Textlayer, die hinter links HathiTrust liegen und rechts Global Press Archive von Eastview. Das Problem ist, dass die Anbieter die Algorithmen, mit denen sie diese Textlayer erzeugt haben, unter Verschluss halten, genauso wie die Evaluierung der Qualität der Algorithmen, sodass sie unbekannte Anzahl von False Negatives haben. Sie wissen nicht, was sie nicht gefunden haben. Und damit, again, sind ihre Distant Reading Ansätze natürlich schwierig zu plausibilisieren, weil sie das einfach nicht, sie können das nicht plausibilisieren, dass das valide Ergebnisse sind. Dazu kommt, dass die Seiten nicht strukturiert sind in Artikel. Wir haben gesehen, dann vor 2 oder 3 Wochen bei Jana Keck, wie da Text-Reuse-Algorithmen benutzt werden, um diese Segmentierung machen zu können bei Chronicling America. All das hat für Arabisch nicht stattgefunden. Genau. Auch da haben wir ein ganz kleines Experimentprojekt versucht, ein bisschen was zu ändern, weil, wie wir alle wissen, ist ja State of the Art in Optical Character Recognition oder Handwritten Text Recognition ist Maschinenlernen ohne die vorherige Segmentierung in Buchstaben als etwas, was ursprünglich auf Word Spotting aufsetzt. Und das ist sehr erfolgreich. Ja, das ist sprach- und schriftagnostisch, das wissen wir. Und da gibt es auch zu Arabisch schon seit Jahren gut finanzierte Projekte. Eines davon ist OpenITI, also die Open Islamic Text Initiative, die Mellon Funding hat, die ERC Grant hat von Sarah Savant in der Khan University in London und Matthew Miller in Maryland, Maxim Romanov inzwischen in Hamburg. Da ist Sharia Source von Harvard mit drin. Also ist richtig viel Geld, Personal etc. dabei. Und die versprechen auch schon seit bestimmt 7 Jahren, dass gleich das Interface kommt und sie das gleich alles offenlegen. Es ist nicht der Fall. Die Modelle, Infrastrukturen, Workflows sind weiterhin nicht publiziert. Das heißt, für die gemeine Wissenschaftlerin, wie ich es eine bin, keine Chance, das zu benutzen. Das nächste Problem ist, dass die Werkzeuge natürlich häufig keine Graphical User Interface haben. Beziehungsweise, wenn es eine gibt, wie jetzt im Fall von Transcribus, das andere Probleme hat, nicht auf Arabisch ausgelegt sind. Plus, es ist trotzdem teuer, selbst wenn diese Werkzeuge Open Source und Open Access sind, weil die Rechenzeit der Server, der Upload von Bildern zu einem zentralen Server, wenn das ein zentraler Service ist, natürlich irgendwie gemacht werden muss. Für den libanesischen Fall, aus dem ich ja lange gearbeitet habe, ist das unmöglich. Da haben wir hinter einer 20-Mbit-Leitung mit 40 Leuten gesessen. Da können Sie nicht 100.000 Bilder hinschicken irgendwo. Da müssen Sie eine Harddrive in die Post geben. Ne? Was wir aber gemacht haben, zusammen mit Sinai Rusinek aus Haifa, ist Transcribus und Tesseract für Arabisch auszuprobieren. Auch da gibt es wieder Probleme, nämlich dass Ground Truth benötigt wird. Da komme ich gleich dazu. Und im Fall von Transcribus natürlich, dass trotzdem standardmäßig die Leserichtung von links nach rechts angenommen wird für die Layout-Erkennung, also Segmentierung in Reading Flow. Aber die Ergebnisse sind trotzdem toll, weil mit relativ wenig Training, relativ kleiner Ground Truth, wahnsinnig gute Ergebnisse erzielt werden. Also wir haben Character Error Rate von unter 10%. Das ist für Distant Reading ist das total in Ordnung.
Die Segmentierung in Artikel ist damit nicht geklärt, aber es ist hochgradig funktional. Das ist eine tolle Sache. Und Transkribus in dem Fall ist anwendbar für die einzelnen Forscherinnen, auch wenn es inzwischen notwendigerweise Geld kostet. Auch wenn das Problem ist, dass die Modelle, die sie dort trainieren, nicht aus Transkribus exportiert werden können. Das ist ein Riesenproblem. Aber innerhalb des Transkribus-Infrastruktur sind die teilbar. Und das ist ein Fortschritt. Wenn Sie niemanden haben, der das auf der Kommandozeilenebene machen kann und keinen Zugang zu einer Serverfarm hat. Oder überhaupt einem Server. Genau. Und auf der anderen Seite habe ich gerade gesagt, brauchen wir natürlich Ground Truth. Und das ist das, womit ich mich in den letzten Jahren viel beschäftigt habe. Nämlich ein Projekt Open Arabic Periodical Editions als ein Framework, um wissenschaftliche Editionen von Texten zu bootstrappen, also mit Schnürsenkeln alles zusammenzubinden. Der Ansatz dort ist, vorhandene Faksimiles und vorhandene Transkriptionen in einem standardkonformen, offenen Format miteinander zu verbinden, damit die gegenseitig validiert werden können und damit dann das Resultat nachgenutzt werden kann, ne, für Distance Reading, für das Training von Machine Learning, OCR, für Layout Recognition etc. Gleichzeitig ist auch das Ziel, eine offene Infrastruktur von Modellen, Workflows, Normdatensätzen etc. aufzubauen und das Ganze unter den Bedingungen des globalen Südens zu machen. Also mit minimalem Einsatz natürlicher Ressourcen und einem sehr überschaubaren Einsatz. Also alte Hardware, wenig Strom, wenig Internet etc. Vorhandene Technologien, vorhandene Werkzeuge. Sollen weniger offene, einfache Formate und Werkzeuge sein, um die Sustainability und Überschaubarkeit des Projekts zu gewährleisten. Und es muss kostenfrei sein, weil Funding häufig nicht zur Verfügung steht. Das hat damit zu tun, dass natürlich wir in den Wissenschaften der außereuropäischen Räume häufig 20 Jahre hinter sozusagen den Kerndisziplinen stehen. Und wenn ich heute zur DFG sage und möchte sagen, ich will einen Korpus bauen, ja, sagt die, das ist jetzt aber nicht so direkt cutting edge, ne? Und die Infrastruktur, die wir hier gebaut haben, sind einerseits digitale Editionen und Normdatensätze, die sind modelliert in TI-XML, findet alles unter offenen Lizenzen statt, also jeweils so offen wie möglich, die ganze Software unter MIT-Licenses, die Daten unter Creative Commons, was natürlich nur für unsere Edition, also nur für die modellierten Dinge gilt. Der eigentliche Text selber ist natürlich in der Public Domain. Nur unsere Modellierung hat dieses Creative Commons Lizenz. Es sind soziale digitale Editionen, die mit Hilfe von Git und GitHub als Infrastruktur gehostet werden und sowohl sozusagen im Bearbeitungsprozess als auch im Darstellungsprozess. Für die dauerhafte Archivierung wird dann Zenodo als öffentlich finanziertes Repositorium benutzt, was einerseits den Vorteil hat, dass es inzwischen Hooks gibt in GitHub, sodass es automatisiert Releases dort gespeichert werden und auf der anderen Seite, dass dort Digital Object Identifiers vergeben werden, sodass Versionen stabil zitiert werden können. Weil ja am Ende des Tages bin ich ja auch Sozialhistoriker, habe Interesse an sozialen Bewegungen, Geschichte des öffentlichen Raumes etc. Durchaus auch möchte ich diese Dinge zitieren können und damit brauche ich diese Zitierfähigkeit. Und wie wir vorhin gesehen haben, natürlich ist so eine XML-Datei eine schöne Sache. Für Distant Reading ist das fantastisch, für Close Reading nicht. Wenn Sie das als Mensch lesen wollen, wenn Sie die Transkription gegen das Bild validieren wollen, brauchen Sie eine menschenlesbarere Ansicht. Und dafür haben wir statische Webansichten gebaut. Statisch deswegen, weil wir kein Server-Backend haben und auch keins haben möchten. In dem Fall basiert das auf XSLT1, was direkt im Browser gerendert wird, sodass sozusagen der Browser kriegt die TI-XML-Datei, rendert die mit XSLT und CSS. Das Ganze, das war in etwa Stand der Dinge vor, also inzwischen fast also 6 Jahren, wie das Projekt läuft. Heute würde ich, glaube ich, Richtung Citation gehen, was von TI-Konsortium unterstützte JavaScript-Umgebung ist, die das Gleiche macht wie XSLT. Eins im Browser, weil das Problem ist, dass XSLT-Support im Browser wahrscheinlich keine lange Zukunft beschieden ist. Das ist weiterhin XSLT1. Wir sind inzwischen ansonsten bei XSLT3, auch schon 1 ist, glaube ich, schon seit 14 Jahren obsolet.
Und Browser sind da aber stecken geblieben. Und die Browser- und Internetwelt hat sich eindeutig von XML, XLT Richtung JSON und JavaScript entwickelt. Das kann man bedauern, wie ich das persönlich tue. Ich bin ein großer Fan von XML. Praktisch müssen wir damit umgehen und Citation ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Wunderbar. Und als bibliografisches Interface, um überhaupt zusteigen zu können in die Editionen, haben wir eine Zotero-Gruppe angelegt, die mit den Volltext-Editionen verlinkt ist, sodass Sie die bibliografischen Metadaten, die Suche ist ein Problem bei statischen Webseiten, Sie haben kein Backend, an dem Sie das auslagern können. Wenn Sie aber über die Dateigrenze hinweg suchen können, müssen Sie entweder Elasticsearch Index hinterlegen oder damals habe ich gesagt, wir fangen erst mal mit einer Zotero-Gruppe an, die uns als bibliografisches Backend dient. Und der Korpus umfasst momentan 7 Zeitschriften mit immerhin dann doch 9 Millionen Worten. Also es ist winzig verglichen mit Chronicling America. Aber es ist der einzige digital maschinenlesbare Korpus dieses Materials. Und jetzt habe ich, glaube ich, noch so 5 Minuten und wollte kurz noch Versuche einer digitalen History irgendwie an diesen Dingen zeigen. Kurz die Frage, aber nämlich einerseits, wer sind die zentralen Akteure in diesem diskursiven Feld der Periodika, welche Texte, welche Autorinnen, dann die Frage, wie sind Periodika produziert worden, wie ist Autorenschaft zu denken, welche Rolle spielt Text Reuse, also again, wenn Sie wieder an Jana Keck denken, wie reisen Texte, Themen, Genres über diesen Raum und begriffsgeschichtlich, wie hat sich die Sprache der Moderne in diesem multilingualen imperialen Raum etabliert. Methoden sind Netzwerkanalyse, stilometrische Autorenschaftsbedingungen, historisches GIS, Layout-Analyse, Topic-Modeling, etc. Und wenn Sie historisches GIS machen, dann können Sie auf einen Seite sofort eine Typologie von Periodika entwickeln. Wenn Sie sich anschauen, die Orte, die in Autorenzeilen erwähnt werden, dann sehen Sie, dass es verschiedene Arten von Periodika gibt. Links haben wir Al-Muqtabas, ein, wie ich eher sagen würde, transregionales Medium, wo interessanterweise die Hauptbeiträger gar nicht aus dem Erscheinungsort kommen, also das erscheint erst in Kairo und dann in Damaskus, sondern es kommt aus Bagdad, was häufig in der arabischen Periodika-Forschung überhaupt nicht beachtet wird. Da wird so getan, als gäbe es diesen Teil nicht. Dann haben wir in der Mitte eine eher regionale Zeitschrift, die in Beirut erscheint, eine spezielle Frauenzeitschrift mit Themen für weibliche Leserinnen, die angelegt worden ist. Und deren Beiträgerinnen kommen aus diesem Küstenbereich des östlichen Mittelmeerraums. Und schließlich haben wir auf der rechten Seite eine eindeutig lokale Zeitschrift. Erscheint wieder in Damaskus, wird von den alten islamischen Gelehrten herausgegeben, die festgestellt haben, es gibt ein neues Medium, wir müssen es auch benutzen, die aber vor allen Dingen lokale Beiträgerinnen haben. Und noch ein paar aus dem imperialen Zentrum und ein paar aus Mekka und Medina und ansonsten eher nichts. Während Al-Muqtabas ganz links Beiträgerinnen bis in die Vereinigten Staaten und die Diaspora in Südamerika hat. Dafür brauchen Sie wieder Daten, ne? Autorenzeilen, Normdatensätze etc. Ich hatte die Probleme da bereits erwähnt, dass es kein funktionales Named Entity Recognition out of the box nicht vorhanden ist und dass Gazetteers, also Ortsverzeichnisse, auch wieder nicht vorhanden sind. Für die Netzwerkanalyse der erwähnten Periodika geht es auch rauszukriegen, was sind eigentlich die wichtigsten arabischen Zeitungen und Zeitschriften. Ob was helfen kann bei der Entscheidung, was digitalisiert und was nicht. Vielleicht nicht unbedingt das, was in meiner Bibliothek liegt, sondern das, was am meisten rezipiert wird, damit die Forschung wegkommt von dem Bias auf die Dinge, die in der Bibliothek vor Ort liegen. Und da fällt unter anderem auf, dass auch da wieder eine Typologie von Weltzugewandtheit machbar ist. Es gibt Zeitschriften, die gucken sehr, sehr weit nach draußen und einige, die gucken gar nicht so weit nach draußen. In dem Fall ist das unten dieser große Knoten ist Al-Muqtabas wieder. Auch dafür brauchen Sie wieder Normdatensätze, die es Ihnen erlauben zu disambiguieren zwischen gleichnamigen Titeln. Die müssen Sie selber erstellen, eine zusätzliche Steuer, wenn Sie so wollen, im Sinne von Fiormento, auf Ihr Vorhaben, dass Sie die erst anlegen müssen, gucken müssen, kann ich das überhaupt rekonstruieren. Gleiches gilt für das Netzwerk der Autorinnen und Autoren, in dem Fall Autoren. Das sind jetzt 4 Zeitschriften sorry, in meinem Korpus, die erschienen sind in Kairo, Bagdad, Beirut und Damaskus. Und als erstes, was auffällt, ist, dass die Zeitschriften, die am gleichen Ort erscheinen, sehr, sehr wenig Autorinnen teilen.
obwohl das Publikum sehr klein ist, obwohl die Schicht der Literati sehr, sehr klein ist, es gibt trenntes Fern. Oben rechts ist Al-Haqa'iq, teilt sehr, sehr wenig Autoren mit den unten viel enger zusammengeklusterten Zeitschriften Al-Muqtabas und Lughat al-Arab, von deren eine aber in Bagdad publiziert wird und die andere zwischen Kairo und Damaskus hin und her wandert. Die andere Beobachtung ist, dass die Personen, die Sie dort sehen, in der Forschung praktisch nicht auftauchen. Die widersprechen dem Stand der Forschung. Es sind nämlich einerseits sehr, sehr wenig Syrer und es sind sehr, sehr wenig Christen dabei, sondern viele Irakis, viele Ägypter, primär Muslime. Und das wird erfordern, dass sich die Forschung dem anders widmet. Auch da wieder das Problem, Normdatensätze zur Disambiguierung sind ein zentrales Thema. Und schließlich der allerletzte Punkt, bevor ich zum Schluss komme, das Problem, dass nur ein sehr, sehr geringer Anteil aller Artikel überhaupt eine Autorenzeile trägt, unter 20%. Und dass die Frage aber der Autorenschaftsbestimmung in der Forschung komplett ignoriert worden ist und die implizite Hypothese ist, dass einfach die Herausgeberin das alles selber geschrieben hätten. Die ist nicht überprüft und die ist nicht plausibel. Und eine Möglichkeit wäre stilometrische Autorenschaftsbestimmung, was eine komparative Methode ist zur algorithmischen Plausibilisierung von Ähnlichkeiten von Texten und häufig einfach auf Basis von Most Frequent Tokens und in dem Fall also die häufigsten Textabschnitte. Und das kann man, die Parameter kann man empirisch testen, welche am funktionalsten sind mit bekannten Texten in einem Korpus. Und Wortgrenzen sind sinnvoll, es braucht keine Buchstaben-Engrams sein. Vergleich also von Most Frequent Words. Und dann können Sie, weil das Ergebnis abhängig ist von der Zahl der Most Frequent Words, die Sie vergleichen, können Sie sozusagen iterieren über eine Sequenz von Most Frequent Words und die dann gegenseitig abstimmen lassen, damit sozusagen Outlier in Ihrer Auswahl automatisiert rausfliegen. Eine Art von Selbstvalidierung, wenn Sie die gegeneinander voten lassen. Das ist bis jetzt für Arabisch nicht systematisch angewandt worden, zusammen mit Maxim Romanov aus Hamburg. Arbeite ich da gerade dran, da so automatisierte Parametertests zu machen. Und das Problem ist natürlich, dass Sie die Vergleichsautoren in Ihrem Korpus haben müssen. Ne? Das ist ein Vergleichswert. Wenn Sie da Cicero reinschmeißen, werden Sie feststellen, ja, der war es nicht. Und dafür rücken aber alle anderen arabischen Autorinnen sehr eng zusammen, weil die gemeinsam so verschieden sind von Cicero, dass natürlich die Auswahl da zentralen Einfluss aufs Ergebnis hat. Und wenn Sie das angucken als Ergebnis, dann können Sie einerseits sagen, okay, Stilometrie funktioniert für das Arabische. Autorensignale werden verlässlich erkannt. Das ist eine gute Meldung. Herausgeberschaft auch. Es gibt auch ein Übersetzersignal, weil Sie sehen hier, was rechts zusammenclustert. Das sind alles Texte aus Al-Muqtabas, sind Texte von dem Herausgeber Muhammad Qutb Ali selbst. Das ist in blau. Da steht aber oben Charles Zenobos dran. Das ist der französische Autor, dessen Weltgeschichte Muhammad Qutb Ali ins Arabische übersetzt hat. Sie sehen also, da gibt es auch ein Übersetzersignal. Und gleichzeitig unten in hellgrün ein Genresignal. Das sind alles geografische Texte, die von Muhammad Qutb Ali verfasst worden sind. Was Ihnen das Bild auch sagt, ist, dass die Hypothese, dass der Herausgeber, nämlich Muhammad Qutb Ali, der alleinige Autor aller Inhalte seiner Zeitschrift ist, die keine Autorenzeile haben, falsch ist. Denn in der Mitte gibt es so ein bisschen blass-rosanen Gruppe von Knoten, die eindeutig nicht Muhammad Qutb Ali stilistisch zugeschrieben werden. Was dafür spricht, dass es mindestens eine andere Autorin, Herausgeberin gibt. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Wichtige Take-Home-Message ist für mich, mind the gap. Wir müssen diese riesige Lücke beachten. Wir müssen die mitdenken. In der Forschung und Lehre zu Digitalität, als auch umgekehrt in der digitalen Forschung und Lehre. Wir müssen es mitdenken beim Aufbau von Infrastrukturen, weil das Material sich in unseren Bibliotheken, Archiven etc. befindet. Und wir diejenigen sind, die da Custodianship haben und damit eine Verantwortung gegenüber den Gesellschaften, aus denen diese Artefakte kommen und denen sie rightfully gehören und die auch den Zugang dazu haben müssen. Und damit nur noch mal das Bild von diesem Graffiti, du bist so schön wie eine weitere Stunde Strom. Und ein herzliches Danke an alle Beiträgerinnen zu den Projekten. Jakob Kopfermann, habe ich gesehen, ist hier im Call. Vielen herzlichen Dank für all eure Arbeit. Link zu Slides, Projekt-URLs etc. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Diskussion.